Vielen Dank, Herr Präsident. Ihnen sei der Fehler besonders als Schleswig-Holsteiner jetzt zu verzeihen. Ich hoffe, Sie haben mich nicht aus Versehen der falschen Fraktion. Es war keine Absicht. Es war keine Absicht. Das wissen wir untereinander. Vielen Dank, dass ich jetzt zu meiner Rede kommen kann. Vielleicht drei Sätze vorweg. Das Erste, im Namen der SPD-Fraktion und ich glaube auch im Namen der allermeisten Kolleginnen und Kollegen, danke ich zunächst erstmal allen, die sich zivilgesellschaftlich für Demokratie und gegen Extremismus engagieren. Denen in der katholischen und in der evangelischen Kirche, denen in Gewerkschaften, denen bei der Antonio-Amadeo-Stiftung und all denen kleinen gesellschaftlichen Gruppen vor Ort und überall, die diese Fördermittel auch dringend brauchen. Und wenn es so ist, dass aktuell sehr viel Geld da ist, dann ist das gut so, dann ist das richtig so und dann ist es eine Antwort auf eine gesellschaftliche Entwicklung und bitter nötig, liebe Kolleginnen und Kollegen. Insbesondere die Redner der Koalition haben sich heute besonders darüber gefreut, dass wir die 10-Milliarden-Grenze überschritten haben und damit deutlich machen, wie wichtig uns die Familienpolitik ist. Ich will an dieser Stelle aber trotzdem auch noch mal sagen, es war auch in einigen Reden schon Bestandteil. Natürlich sind familienpolitische Leistungen nicht nur bei uns im Etat zu finden, sondern überall. Es geht über den Gesundheitsetat, über den Arbeit und Soziales. Es wurde über Bildungs- und Teilhabepaket gesprochen und viele andere Maßnahmen mehr. Es sind weit über 150 Milliarden Euro, die wir für Familien, Kinder und Jugendliche insgesamt über die familienpolitischen Leistungen ausgeben. Das ist gut angelegtes Geld, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und meine Damen und Herren, auch Bestandteil der Debatte war unter anderem das Kita-Gesetz, obwohl die Ministerin gar nicht heute großartig darauf eingegangen ist. Aber ich will es sagen, ich will Ihnen dazu ein, zwei Sätze sagen. Das Erste ist, natürlich kann man immer sagen, es ist zu wenig Geld. Selbstverständlich. Würde ich auch erst einmal pauschal sagen, auch unser Etat ist viel zu klein, ich hätte gern das Doppelte und Dreifache. Aber ich will Ihnen gerade zum Kita-Gesetz Folgendes sagen. Es sind zusätzliche Mittel für Aufgaben, die normalerweise die Länder und Kommunen zu leisten haben. Wir nehmen zusätzliches Geld in die Hand und das sollte man an dieser Stelle betonen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist zweitens zusätzliches Geld zu den Mitteln, die wir sowieso über das Sondervermögen für den Kita-Ausbau sowieso zur Verfügung stellen. Und es ist noch mal zusätzliches Geld zu sämtlichen Kita-Förderprogrammen. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen, davon zu sprechen, dass es zu wenig ist, kann man einerseits natürlich sagen. Aber sich darüber zu freuen, dass wir zusätzlich diese Mittel in die Hand nehmen, das kann man auch mal tun, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und dann kann man sagen, natürlich ist der Katalog viel zu breit aufgestellt. Was soll man damit alles bezahlen? Aber erstens ist es, wie gesagt, zusätzlich. Und zweitens wollen wir die Länder und auch gerade die Kommunen gar nicht einschränken und ihnen gar nicht vorschreiben, was sie ganz genau bei ihrer Kita an zusätzlichen Mitteln brauchen können. Das kann aber in Hamburg was ganz anderes sein als in Schleswig-Holstein. Und deshalb ist es gut, dass es breit gefächert ist. Und dass dann die Länder entsprechend, wenn wir dieses Gesetz dann so verabschieden, dann entsprechend auch für ihre Maßnahmen denn das Geld auch zur Verfügung haben. Und das kann bei dem einen der Fachkraft-Kind-Schlüssel sein, bei dem anderen kann es die Absenkung der Beiträge sein, bei dem anderen vielleicht eine dritte Maßnahme. Und von daher ist die Grundidee für das gute Kita-Gesetz richtig und wichtig. Und wir begrüßen Sie ausdrücklich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn viele fordern, mehr geht immer. Wie gesagt, ich habe mich dieser Forderung schon angeschlossen, sage ich auch, in Richtung aller anderen. Auch Frau Giffey wird sich niemals dagegen wehren, wenn wir mehr Mittel zur Verfügung bekommen. Aber dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch sagen, woher das Geld kommen soll. Finde ich auch nach wie vor richtig. Ich glaube, jetzt ist Ekin Deligüz gerade gar nicht da. Sie hat vorhin aufgezählt, was alles an Mitteln dort angeblich nicht effizient genug oder effektiv genug eingesetzt wird. Es gibt angeblich keine klare Strategie an der einen oder anderen Stelle. Aber sie hat nicht gesagt, was in dem Etat hier denn zu viel ausgegeben worden ist und was sie denn stattdessen streichen will. Das hat sie nicht gesagt. Also das ist uns zu einfach, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und genauso einfach, liebe Kolleginnen und Kollegen, sage ich jetzt mal auch in Richtung Union, ist sagen, zu klatschen, wenn für Verteidigung mehr Geld gefordert wird, aber hier zu behaupten, hier muss es gegenfinanziert werden. Ich hätte eine Idee zur Gegenfinanzierung, man könnte steuerpolitisch noch einiges was unternehmen. Dazu ist die Union ja leider nicht bereit.
Aber ich finde, das gehört auch dann dazu, wenn man an der einen oder anderen Stelle mehr fordert. Letzter Satz will ich sagen zu den KJP-Mitteln. Und wir haben uns alle darüber gefreut, dass für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst mehr Geld zur Verfügung steht. Aber das bedeutet auch, dass die Beschäftigten insgesamt auch für die Trägerinnen, für die Träger von Maßnahmen natürlich auch mehr Geld zur Verfügung bekommen. Und das bedeutet zum Beispiel auch für die Jugendverbände, dass die mehr Personalkosten haben. Deshalb appelliere ich an alle hier im Haus, bei den zukünftigen Haushaltsaufstellungen und auch jetzt bei den aktuellen Beratungen, daran zu denken, wenn ich Jugendverbände tatsächlich stärken will und sie nicht nur in Sonntagsreden loben will, dann müssen sie auch mit genügend Mitteln ausgestattet werden. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Drix. Als Nächster für die CDU-CSU-Fraktion der Kollege Torbjörn Kartes.